So, willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind hier in der Arena und müssen mal die Kontrahenten abfrühstücken. Mal gucken hier. Naga Naga, Shreki, Ha, Inga, Maka Maka, El Kai, Riski. Oh, hallo Graham. Wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Na klar, zur Was sollte ich über Sir Villatwurst wissen? Das klingt doch eindeutig nach einem falschen Namen. Wer gibt dir solche Fehlinformationen? Hast du das erfunden? Stell dich allen vor. Dann komm zu mir für die schmutzigen Details. Okay, gut. Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Wer ist denn er hier? Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Also, wo kommt ihr her? Ajaka. Aha, klingt ja exotisch. Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Ajaka. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Ajaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Okay. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Dann gucken wir mal. Beinahe geborgen. Hi, ich bin Graham. Sicher, erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nicht Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker, wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Hey, die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid. Eine Sekunde bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem hier. Da kommt er. Besser, wir verstecken dich. Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen. Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch, aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Ich bin Graham. Graham. Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Und ihr heißt? Man kennt mich im ganzen Land als Serdig. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an. Federgewicht. Dann lasse ich euch mal. Okay. Verschwinde! Haben wir hier noch was? Nö. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Sir, von sich überzeugt. Vorlaut? Doch du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid der Traum jeder Frau? Ganz recht. Die Damen lieben, 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 Whis. Wen? Wen lieben sie, Gabe? Nicht Gabe, ich. Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt. Ihr seid? Eine Sekunde, bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Warte mal, können wir denn nicht? Nimm ihn
waren beinahe geborgen. Das schien keine gute Idee zu sein. Mit den Fingerspitzen ertasten, als die Truhe zuklappte. Okay. Mein Arm hing zwischen Schatz und Truhe fest. Ich musste fort. Wenn ich blieb, würde mein Arm absterben. Hätte ich ihn herausgezogen, wäre er bis zum Ellbogen aufgeschlitzt worden. Mir blieb nicht viel Zeit. Und dann hörte ich ein Schnauben in der Dunkelheit. Es hatte mich... Boxhorn! Naga Naga! Shrekie! Ja, Graham? Möchtest du schmutzige Details? Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Alles gut. Danke, Manny. Bis dann. Aber den... Den Schatz im Innern beinahe geborgen. Ich konnte seine Pracht schon mit den Fingerspitzen ertasten, als die Truhe zog. Zwischen Schatz und Truhe fest. Ja, kennen wir ja schon. Hier liegt ja noch eine Liste. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Wir können es ja mal probieren. Legt los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Ich würde mal sagen... Manny? Manny, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Na dann, Achaka. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Tja, schnell würde ich ja sagen. Tja, Sir von sich überzeugt, der vierte? Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Ein Eichhörnchen. Wer mag eloquente Gesprächspartner? Und, wie war ich? Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... 2 Antworten richtig. Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Tja. Ich mische mich. Oh, wir stehen das durch. Die Truhe zuklappt. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Sir, von sich überzeugt. Vorlaut? Huch. Doch, du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... Eine Sekunde, bitte. Bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Ach nee, komm, jetzt geh hier beiseite. Achaka. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Tja, ich, Inga, Maka Maka, Kai Riski, Kei Duka, Changa Yakamata, Afanata, Shweki, Afamata,
Shrecky Makamakadunga Wakaka. Du Shrecky Nika. Boxhorn. Naga Naga. Shrecky Ha Inga Makamaka. Gezogen wäre er bis zum Ellbogen aufgeschlitzt worden. Warte nur, bis sie dein Pullöverchen sehen. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Könnte lästig werden. Da kommt er. Besser, wir verstecken dich. Wir stehen das durch. Alles wird gut. Warte nur, bis sie dein Pullöverchen sehen. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Könnte lästig werden. Was willst du? Ich habe gehört, was ihr versteckt. Hast du nicht, Spargel-Tarzan? Doch, hab ich. Angeblich tragt ihr ein zahmes Eichhörnchen am Bauch. Was? Wer hat das gesagt? Bestimmt Whisper. Er ist schrecklich. Sein Ego schlägt mir echt auf den Magen. Und sie ist kein Haustier. Sie ist meine Freundin. Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Okay. Lass ich euch mal. Verzieh dich. Dann wissen wir, dass das hier Whisper... Mein Monster und... Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Whisper. Korrekt. Nun, Whispers vollständiger Name ist Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte. Erbe von Modesto. Aber ein Fan wie du wusste das ganz sicher. Wünschst du ein Autogramm? Ich habe leider keine Porträts dabei. Also, falls du eins findest, signiere ich es für dich. Gratis. Whisper liebt seine Fans. Whisper liebt es, das Böse zu bezwingen, aber vor allem liebt Whisper, Whisper. So wie wir alle. Ich sollte besser zum Ritterlichkeitstest zurück. Geh nicht! Whisper schafft das! Ein netter Gedanke, aber diese Gardisten würden mich nie mit euch verwechseln. Eure Rüstung ist ja doch recht auffällig. Whispers Rüstung glänzt, weil Whisper gern sein Spiegelbild sieht. Alles klar. Guten Tag, Whisper. Okay. Ja, Graham? Möchtest du schmutzige Details? Was sollte ich über Whisper wissen? Whisper? Sein Gang mag ja geräuschlos sein. Sein Mundwerk ist es definitiv nicht. Er ist ein großer Star in seiner Heimatstadt und hofft, in Daventry wieder Fans zu gewinnen. Ich habe gehört, er würde alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen. Solche arroganten Kerle müssen doch förmlich auf die Nase fallen. Meinst du nicht auch? Okay, Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Dann haben wir doch eigentlich alle Informationen. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Na klar. Leg los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Manni, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spee stammt aus einem Land fernab von Daventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Warte mal. Das könnte auch Whisper sein. Nee. Achaka. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Ach du Scheiße. Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... alle Antworten richtig. Gut gemacht, Junge. Aber wir sollten deine neuen Freunde nicht warten lassen. Also, fangen wir an. Willkommen allerseits. Ihr seid alle hier, um Ritter an König Edwards Hof zu werden. Aber damit nicht genug. Wie jeder weiß, hat der König leider keine Erben.
Das bedeutet, dass dieser Posten letztendlich zur Krone von Daventry führen könnte. Und nun beginnen wir mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ihr habt Freundschaft geschlossen, denn jetzt wird es ernst. Es ist Zeit, die Teilnahmescheine einzusammeln. Oh, hier drüben! Ich hab meinen hier! Tut mir leid, dies ist kein Teilnahmeschein. Ehrlich gesagt sieht es von hier oben aus wie ein verschwitzter Lumpen. Uah, womöglich ein Rotztuch. Jeder Ritter in Spe bringe uns als Trophäe bitte ein Tam-tam-tam-tam, Auge eines scheußlichen Untiers. Gemäß Proklamation 1748.2 muss es tatsächlich ein scheußliches Untier sein. Wir akzeptieren keine Augen von knuffigen, flauschigen oder possierlichen Tierchen. Danke. Hier ist nichts zu sehen. Es gibt genug scheußliche Augen in Daventry. Ihr seid gefragt, euer Geschick unter Beweis zu stellen. Wir wollen wissen, was ihr im Herzen tragt, wie ihr denkt und wie ihr Gefahren begegnet. Vielleicht zweifelt ihr, ob man das alles wirklich anhand eines Auges beurteilen kann. Wir werden es tun. Und nun geht eure Wege und holt euch eure Augen. Whisper! Whisper schafft das! Dann gucken wir doch mal zu der netten Dame hier vorne hin. Pass auf, Kleiner. Oh, danke. Nicht gerade hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Amaya Blackstone, sehr erfreut. Graham, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass alle Brücken repariert werden. Alle Brücken? Nein, Kleiner. Der Auftrag ist erledigt. Mehr kann Daventry sich nicht leisten. Die können sich nicht mal das Öl für den Brösler da leisten. Meine eigene Erfindung. Oh, was macht ein Brösler? Er hebt, er hackt, er bröselt. Vor allem bringt er Geld ein, das ich dringend brauche. War kein Zuckerschlecken hier in letzter Zeit. Sieht ganz so aus. Daventry war bisher eine interessante Erfahrung. Ganz anders, als es in meinen Reisebüchern steht. Ich frage mich ernsthaft, ob es das Richtige für mich ist. Das liegt nicht an dir, Kleiner. Seit die Königin tot ist, geht's mit dem Königreich bergab. Und jetzt, wo die Brücken weg sind, kommt keiner mehr her. Es ist wie ausgestorben hier. Ich bin eine Frau der Tat. Und ausgestorbene Städte zahlen ihre Rechnungen nicht. Das sehe ich. Tja, ich sollte los. Vielleicht hat sich jemand in meinen Laden verirrt. Wenn du mal in der Nähe bist, komm vorbei. Linke Seite. Ach nee, kein Brösler. Zutritt, Baustelle. Tja. Dann gucken wir doch mal, wo wir hin müssen, um uns... Hier geht's wahrscheinlich auch nicht. Achtung, Bienen und Alarm. Ich guck... Ah nee, da kommen wir nicht lang. Okay, gut. Dann hier lang. Also, wie hast du ein Auge gefunden? War ein scheußliches Untier darin. Autsch! Hey! Okay. Schade, sie hätten wunderbare Kürbislaternen abgegeben. Hier ist ein Kürbis. In dem Kürbis waren entschieden zu viele Eichhörnchen. Westen, Turnierplatz, Norden, Marktplatz, Süden in der Entwicklung, erscheint im nächsten Frühjahr. Ist das vielleicht ein versteckter Hinweis auf Kapitel 2? Wir gucken mal hier hin. Wie süß. Der Dachs wollte sich mit den Eichhörnchen anfreunden. Oh.
verschwindet! Husch, husch, haut ab! Ah, diese blöden Laternen gehen andauernd kaputt. Hört ihr, Chester, ihr alter Pfuscher? Nicht jeder hier ist so gewissenhaft wie ich. Leider sind Blauflammen das Einzige, was das Rudel vertreibt. Also muss ich immer wieder in ihrem Hexenladen einkaufen. Wetzelwölfe sind um diese Jahreszeit besonders aggressiv. Eigentlich ziehen sie zur Paarung in die Berge von Serenia, aber wie wir sitzen sie hier fest, bis die Brücken wieder im Einsatz sind. Hey, tust du mir einen Gefallen? Wenn ich kann. Hilfst du mir, das Hintertor geschlossen zu halten? Ich leite die Wetzelwolfwache hier in der Stadt. Wir bekommen sogar bald Abzeichen. Wenn du das Tor geschlossen hältst, kannst du Mitglied werden und ein Abzeichen haben. Na toll. Ich hatte nur noch eine Münze, als ich in die Stadt kam. Ich brauchte eine billige Lösung, um an ein Auge zu kommen. Echt nur eine Münze? Tatsache. Na dann gucken wir doch mal kurz hier hoch. Bei so einem Alchemisten gibt es doch eigentlich immer irgendwelche eingelegten Augen. Du bist nicht der Botenjunge, oder? Der Krämer ist sonst immer so schnell mit der Lieferung unserer wundersamen und oft auch köstlichen Zutaten. Ah, beim Rossbart, Chester. Der Junge ist kein Bote. Er sehnt sich nach einem Posten am Hofe König Edwards. Er scheint ein mitfühlender junger Mann zu sein, aber er wirkt hier etwas wie ein Fisch an Land. Er muss mehr mit dem Hirn denken und weniger mit dem Herzen, wenn er seine Mitstreiter im Ritterturnier schlagen will. Wow! Habt ihr meine Zukunft vorhergesehen? Nein, nur alte Leute, die andere schnell verurteilen. Ja, wir urteilen schnell. Das ist mein Urteilsblick. Muriel und ich wahrsagen nicht mehr. Ja, das hatte keine Zukunft. Unser Kerngeschäft besteht nun aus Tränken, Kuriositäten und gelegentlichen Streichen. Unser Wissen teilen wir gern umsonst, aber alles andere kostet Gold. Sieh dich um, Junge. Sag Bescheid, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Etwas Magisches wurde in dem Kessel gebraut. Das sah aus wie eine zerbrochene Laterne. Was sind das für kleine Kerle? Vogelbomben. Unsere eigene Erfindung. Ein bisschen wie Rauchbomben. Aber sie enthalten Gas, das ihre Opfer wie Hühnchen gackern lässt. Temporär, versteht sich. Die da sind allerdings abgelaufen. Sie sind also nur noch Deko. Okay, mehr haben wir doch hier gar nicht, oder? Nee. Er erinnert mich an unseren Sohn. Ah, er fehlt mir oft zu dieser Jahreszeit. Er wollte auch immer Ritter werden. Wenn wir ihn nur öfter sehen würden. Schreiben könnte er auch mal wieder. Er hat uns immer viel geholfen, besonders mit den Tränken. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Habt ihr Augen scheußlicher Untiere auf Lager? Ein Auge? Ja, ja. Wie ist dein Name? Ich bin Graham. Graham. Mit G nehme ich an. Ich finde deinen Namen nicht auf der Liste. Du hattest doch vorbestellt, oder? Vorbestellt? Ja. Yep. Die Augen gehen gerade weg wie warme Semmeln. Wenn du nicht vorbestellt hast, hast du Pech. Die Nachfrage ist riesig. Wenn du willst, schreiben wir dich auf die Warteliste für die nächste Lieferung. Wann trifft die denn ein? Wir werden alle 8 Monate beliefert. Das reicht mir leider nicht. Sekunde, Graham, nicht wahr? Würdest du uns kurz dein Gehör leihen? Bin ganz Ohr. Ich nehme an, du brauchst ein Auge für das Turnier. Ja, ich will unbedingt ein Ritter werden. Wieso? In Daventry dreht sich doch alles nur um Addenda und Proklamationen. Furchtbar. Und weißt du, wie viele Gardisten wir an das gefräßige Grabenmonster verlieren? Naja, mein Vater war Ritter. Und mein Großvater war Ritter. Und mein Urgroßvater war Zahnarzt. Aber sein Vater war auch Ritter. Also haben alle meine Vorfahren sich um Kronen gekümmert.
Ich habe noch vor dem Examen eine Stelle als Ritter gesucht, aber alle waren schon vergeben. Ich passe zwar nicht ganz hierher, aber Daventry ist meine letzte Chance. Oh, du wirst dich hier wunderbar einfügen. Es mag zu spät sein, um regelkonform das Auge eines Untiers zu beschaffen, aber wer klug ist, legt die Regeln kreativer aus. Sagt, was wird da eigentlich in dem Kessel gebraut? Ein Verwandlungselixier? Ein Unbesiegbarkeitstrank? Kann ich mit Tieren sprechen, wenn ich das trinke? Kriege ich Flügel wie ein Adler? Oder eine Fliege? Oh, das! Das ist Zahnweißtrank. Glänzende Aussichten. Sieh her. Der Trank, der alles weiß macht. Oh, tja. Ein paar Feinheiten fehlen noch. Solange wir noch in der Musterphase sind, darfst du kostenlos irgendwas reintunken. Was kostet die Kerze? Die immer brennende Blauflammlaterne? Das Gehäuse ist kaputt. Sie wurde zur Reparatur gebracht, aber nie bezahlt. Ich sag dir was. Bring uns etwas, das wir aushöhlen können, um die Kerze hineinzustellen. Dann kostet sie dich eine Goldmünze. Okay. Wie kommt der Zahnweißtrank voran? Wir arbeiten zwar noch daran, aber tauch einfach rein, was du willst. Kostet nichts. Ich garantiere aber auch nicht, dass es weiß wird. Gehabt. Ade. Möge dein Kopf gefüllt sein mit Wissen. Jo, jo, jo. So. Ich wünschte, der Zahnweißtrank hätte funktioniert. Nie wieder Zähne putzen. Das bleibt wohl ein Wunschtraum, mein Schatz. Was haben wir denn, was wir da reintun können? Das letzte Geld und das bringt nichts. Also gehen wir wieder raus. Was ist denn das hier oben? Ein Buch? Wir gucken aber nochmal, war die Tür beim letzten Mal auch schon? Ach, der Konditormeister. Hallo und guten Tag. Verzeih, dass wir unsere Favoriten nicht im Laden haben. Da die Brücken weg sind und mein Lieferant nicht kommt, ist das Angebot recht mager. Aber sieh dich nur um und sag Bescheid, wenn du Fragen hast. Dann sehen wir uns doch mal um. Wollte er den Rekord für den weltgrößten Kuchen aufstellen? Was? Amaya wirkte heute knuddelbedürftig. Auf dem Schild stand, fragt nach Kostproben. Ja, dann fragen wir doch gleich mal nach Kostproben. Pudding? Wie ihn meine Mutter gemacht hat. Oh, dieser Kuchen ist für einen besonderen Anlass. Tut mir leid. Na gut. Was darf es sein? Gibt es Kostproben? Nur heute? Und zwar unseren neuen Walnussstrudel. Allerdings habe ich keinen Bitterwurz mehr. Allein schmeckt das Zeug fies. Aber es unterstreicht den nussigen Geschmack des Strudels. Meist wächst es unter großen, schweren Felsen. Bring mir was und du kannst den Strudel probieren. Ach, Mann, Mann, Mann. Was ist im Angebot? Heute backe ich eine Köstlichkeit. Großmutters Sternpilzkuchen. Er ist groß genug, um eine Armee zu ernähren. Oder jemanden, der den Appetit einer Armee besitzt. Ich habe ihn schon mal allein aufgegessen. Verurteile mich nicht. Schließlich würde niemand einem dürren Bäcker trauen, oder? Leider wurden meine Zutaten nicht geliefert. So kann ich den Teig nicht fertigstellen. Bis die Brücken wieder im Einsatz sind, müssen alle mit meinem Ziegenhufkuchen vorlieb nehmen. Oh, ein Vorschlag. Wenn du mir Sternbeeren und Zuckerpilze besorgst, kannst du den gewaltigen Kuchen zum einmaligen Preis von einer Goldmünze haben. Wo finde ich die Zutaten für den Riesenkuchen? Ich benötige auch eine Goldmünze. Aber welche Zutaten? Nein, das suchen Egal. Wir. Guten Tag.
Halt dir Ärger vom Leib. Ja. So, wir gehen hier wieder raus. Die wollen alle mein letztes Geld haben. Das können sie aber schön knicken. Wir können doch hier... Aber dann machen wir die Dings wieder auf. Hier geht's auch nicht weiter, deswegen gucken wir nochmal zu der... Schmiede. Oh, hey, Graham. Wenn du scharfe Sachen magst, bist du hier richtig. Wir haben über 23... Oh, Verzeihung. Ich hatte eine harte Nacht. Bin auf dem Boden aufgewacht. Mein Bett war futsch. Kaum zu glauben, oder? Was für ein Spinner klaut ein Bett, während jemand drin schläft? Und das Merkwürdigste ist, dass sonst gar nichts fehlt. Normalerweise würde ich diesen Schlafdieb an den Brösler verfüttern. Aber heute ist nicht normal. Hab heute bei der Parade einen Schild verkauft und bin daher bester Laune. Aber sieh dich einfach um und wenn dich was interessiert, sag mir Bescheid. Hände weg vom Brösler. Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. Tja, denn. Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert? Hast du dich entschieden? Was ich fragen wollte... Wofür ist dieses Schwert? Für den Kampf gegen Werbären? Hat es Eisorks niedergestreckt? Ist es überhaupt zugelassen? Ist es aus Furcht geschmiedet? Ach, das ist für die Gartenarbeit. Ich stutze meine Hecke damit. Aber da alles erledigt ist und meine Petunien in voller Blüte stehen, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Und das nur für eine Goldmünze. Damit kannst du sicher jede stachelige Situation lösen. Wisst ihr zufällig, wo ich ein Auge eines scheußlichen Untiers finden kann? Was für ein schöner Tag für ein Turnier. Meine liebste Zeit im Jahr. Feurige neue Rekruten, der Klang aufeinanderprallender Rüstungen und das Spektakel. Der beste und hoffnungsvollste wird sich hervortun. Ich liebe es. Manche finden das Programm zwar barbarisch, aber ich bin stolz auf unsere Tradition. Wenn ich mit dabei wäre, würde ich mir die furchterregendste Bestie suchen, die ich finden kann. Den Mutigen gehört die Welt. Du wiederum hast ein gütiges Herz und würdest kein Tier erblinden lassen, um einen Wettstreit zu gewinnen. Deine Arme haben sich ja nie einen Bogen gehalten. Nein, du bist einfach zu nett. Aber vielleicht irre ich mich hier. Wie viel kostet dieses Gartengerät? Eine glänzende Münze. Ach so. Auf bald. Vertraue auf deinen Bauch. Ich würde gerne das... Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Okay, vielleicht andersrum. Vielleicht gebe ich einfach eine Goldmünze. Und? Hast du deine einzige Goldmünze für das epische Gartengerät ausgegeben? Aber ja, wer wagt, gewinnt. Versprich mir, Graham, dass du dies nur zu seinem eigentlichen Zweck einsetzt. Ich werde Hecken trimmen wie kein anderer. Das Grünzeug wird Augen machen. Okay, wir haben eine neue Gartenschere und machen an dieser Stelle mal eine kleine Aufnahmepause, denn die halbe Stunde ist rum. Und wir wollen ja nicht endlos produzieren. Rödeln ist der beste Weg, sich zu langweilen. Mach hin, Junge. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Also, bis dahin. Macht's gut.